Herr Friedmann, wir gucken schon, das Sofa ist uns ja schon sehr bekannt, was jetzt da hinten abgebaut wird, ne? Ja, das Sofa ist in der ARD damals für die Sendung Friedmann entworfen worden und ist so ein großartiges Möbel, dass wir der Meinung sind, das muss wieder auferstehen. Das heißt, wo werden wir es denn wiedersehen? Das ist ja irre. Das ist ja jetzt, glaube ich, 13 Jahre nicht mehr zu sehen gewesen. Ja, die Deutsche Welle hat im Rahmen des deutschsprachigen Programms sich für eine Sendung entschieden, die heißt Auf ein Wort. Da geht es um ein Wort, einen Begriff, um einen Gast und wir unterhalten uns 45 Minuten und versuchen über eine Denkreise solche Begriffe zu dekonstruieren, mal wieder zu überlegen, nachdem man sie immer wieder benutzt, wie Wahnsinn, wie Wahrheit, wie Gerechtigkeit, wie das Böse oder heute Gewalt. Was steckt eigentlich alles dahinter? Und das ist ein dialogisches Prinzip und mein Lieblingssprachzeichen ist ja das Fragezeichen und nicht das Ausrufezeichen. Also es geht um Neugier und um Lernen. Wie ähnlich ist denn diese Sendung dann der früheren, die ja doch schon sehr polarisiert hat? Naja, ich habe noch eine politische Sendung bei N24, wo ich mich mit Politikern auseinandersetze. Ja, klar, da geht es um eine andere Melodie. Das sind Menschen, die Verantwortung für Millionen andere Menschen haben. Da muss man kritisch überprüfen, was ist mit Sein und Schein. Hier geht es mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Philosophen, Politikwissenschaftler, Soziologen darum, etwas zu lernen. Und deswegen muss man sich da ein bisschen mehr Zeit lassen. Die Frage des Zuhörens und des Antwortens ist eine andere. Dieses Format ist weder ein Interview noch ein Streitgespräch, sondern es ist ein Dialog. Man versucht, Gedanken einzuordnen, Gegenargumente zu finden und ist neugierig darauf, ob darauf wieder ein neues Gegenargument kommt. All diese Begriffe haben mit unserem Leben alltäglich zu tun. Es ist eigentlich das, was mit uns passiert. Und das nicht nur emotional zu empfinden, sondern ein Stück darüber argumentativ nachdenken zu können, das ist der Sinn der Sendung bei der Deutschen Welle. Und ich bin sehr glücklich, ich bin ja nun auch Philosoph, dass ich dieses Format da machen kann. Es ist für mich ein großes Geschenk. Jetzt ist dieses Sofa ja lange weg gewesen. Hatten Sie das bei sich im Keller? Nein, das Sofa hat Luc Jochimsen vom Hessischen Rundfunk abgekauft, nachdem meine Sendung abgesetzt wurde und hat es bei sich zu Hause behalten. Und ich muss sagen, wie weitsichtig doch Luc Jochimsen war. Denn als wir uns überlegt haben, was für ein Möbel wollen wir für diese Denkreise auf ein Wort, da fiel uns dieses Sofa sofort ein. Es hat eine sehr große Ästhetik, es bindet den Gesprächspartner mit ein. Es hat aber gleichzeitig auch eine starke, wunderbare Zusammenhänglichkeit. Also es ist das ideale Möbel. Wir haben Frau Jochimsen angerufen, ob sie bereit ist, uns das zu leihen. Und ich glaube, das war ein großer Augenblick, wo sie sagte, ich bin weitsichtig und klug und sie hat recht damit. Prima, vielen Dank und noch eine gute Buchmesse. Herzlichen Dank. Tschüss.